Gibt's noch Fragen? KI-Auswertungstool, Sicherheit, sowas? Nein? Also ich finde das alles sehr überzeugend. Schön. Wir lassen ein Vertragsangebot aufsetzen. Und ich würde sagen, wir haben einen Deal. Ja. Großartig, das freut uns. Uns auch. Ja, dann lassen Sie uns doch gleich mal in den Kalender sehen. Mhm. Entschuldigung, ich muss da kurz. Los. Gut. Schneller noch. Oh, ein Schuss. Gut. Sehr gut. Und wieder auf Anfang. Das war ja gar nichts. Ja, richtiger Überflieger ist keiner dabei. Sehr gut. Der da? Janis heißt der, ne? Ja, ja, so heißt der. Ja, schön. Schön, Janis. Rechter Fuß, linker Fuß. Jetzt wissen Sie ehrlich, dass Sie zwei Beine haben. Ne? Die E-Jung. Aber der Christian macht das richtig gut. Ja, der hat ja auch bei dir gelernt. Gut, war's für heute. Umziehen, was trinken und Bälle wegbringen. Sag mal, fährst du eigentlich mit ins Camp? Ja, ich glaube schon. Super. Obena! Wie war's? Gut. Ja? Ja, das erste Mal lief super, oder? Was trinken? Komm mal mit. Ja? Ja. Komm. Klaus? Klaus, warte mal. Darf ich vorstellen? Meine Schwägerin Sabina. Hallo. Hallo. Das ist Klaus Wille. War 40 Jahre lang Trainer und jetzt ist er Ehrenvorstand und sammelt die Spenden ein, die ich ausgebe. Also, Sie sind die Frau von seinem Bruder? Exakt. Mhm. Klaus hat sogar schon deinen Mann trainiert. Ach, Sie sind derjenige, der ihn fast zum FC Bayern gebracht hat. Und vor allem, er hat eine Firma, die richtig tolle Häuser baut. Und meine Schwägerin ist die beste Raumausstatterin Münchens, kann man so sagen. Und ja, immer an neuen Aufträgen interessiert. Also, die Holzhäuser, richtig? Ich habe da so ein Plakat gesehen. Ja, die Werbekampagne ist ein bisschen protzig gerade, ich weiß. Sagen wir so, sie bleibt in Erinnerung. Ich könnte ja mal mit meiner Mappe vorbeikommen. Warum nicht? Sie wissen, dass es nicht reichen wird, den ärztlichen Notdienst zu rufen und sich Tabletten verschreiben zu lassen. Das ist keine Lösung. Ja. Und Sie wissen auch, dass Talons abhängig macht. Kenne ich, ja, ich weiß. Ich verschreibe Ihnen die Tabletten und gebe Ihnen schon mal zwei mit. Aber sobald Sie zu Hause sind, gehen Sie zum Hausarzt. Mach ich. Vielen Dank. Das ist die Mailbox von Frank Lechner. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht.